Ein Interview mit Lionel Messi ist eine absolute Rarität. Er steht nicht gern im Rampenlicht. Umso erstaunlicher, dass er nach dem Länderspiel gegen Deutschland Rede und Antwort gibt. Immer mehr Journalisten schieben sich dazu. La Pulga, der Flo, spricht und lobt Deutschland. Deutschland ist eine großartige Mannschaft. Sie sind sehr stark. Doch dann hat die rote Karte alles verändert. Wir haben davon profitiert. Wir hatten einen Mann mehr und konnten den Ball die Arbeit machen lassen. Wir haben es verdient. Es war ein kurioses Spiel, auch weil Messi gegen Ter Stegen vergab. Die ironische Frage des Reporters, ob er sich ausruhen wollte. Nein, ich wollte mich nicht ausruhen. Ich wollte dieses Tor machen. An anderes habe ich nicht gedacht. In Argentinien spricht man über Rekorde und hofft, dass Messi endlich in der Nationalmannschaft genauso einschlägt wie im Verein. Seit Alejandro Sabella Trainer bei den Gauchos ist, blüht der 25-Jährige auch im blau-weiß gestreiften Dress auf. Messis zweite Hälfte war gut, besonders das Zusammenspiel mit Higuain. Er hat ein Tor geschossen und den Pass zu Higuain gegeben. Das war gute Arbeit. Wir verbessern uns langsam als Mannschaft. Sehr bald denken wir aber nicht mehr an diesen Sieg. Wichtig ist die Qualifikation. Da müssen wir siegen. Argentinien stellt sich langsam schon auf die WM 2014 in Brasilien ein. In der Qualifikation ist Lionel Messi gefragter denn je.